Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Dieser hat über BlaBlaCar geschrieben, welches sie mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. BlaBlaCar Erfahrungen. Mitfahrgelegenheit finden. Zugfahren wird irgendwie von Jahr zu Jahr teurer. Wer kein Semesterticket hat, der wundert sich allzu häufig über die enormen Preise der Deutschen Bahn. Dazu kommt noch immer das ungute Gefühl. Ist die Bahn pünktlich? Was ist, wenn ich meinen Anschlusszug verpasse und kein flexibles Ticket habe? Ich kann hier von mir sprechen. Ich habe mich schon zu oft darüber geärgert und mir bei so manchen längeren Strecken einfach nur die Unkompliziertheit eines Autos gewünscht. Vor ein paar Monaten dann bin ich durch die Fernsehwerbung auf BlaBlaCar gestoßen. BlaBlaCar ist die weltweit größte Vermittlungszentrale für Mitfahrgelegenheiten. Heute will ich euch kurz meinen BlaBlaCar-Test vorstellen. Unternehmensgeschichte BlaBlaCar. Die Idee dazu kam dem Franzosen Frédéric Marcella, der eines Tages keinen Zug mehr bekommen hat und selbst kein Auto zur Verfügung hatte. Dabei sah er, wie viele Menschen allein im Auto unterwegs sind und wie viel ungenutzte Sitzplätze es gibt. Eine Vision war geboren, die letztlich mit Francis Nappes und Nicolas Burson im Jahr 2006 umgesetzt werden konnte. Der außergewöhnliche Name BlaBlaCar weist nur darauf hin, dass die Fahrer beim Anbieten einer Fahrt auswählen können, wie gesprächig sie sind. Bla für eher ungesprächig, BlaBla für kommunikativ im Rahmen und BlaBlaBla für ja, ich spreche sehr gerne während der gesamten Autofahrt. Das Mitfahrerportal ist mittlerweile in 22 Ländern aktiv und zählt über 40 Millionen Mitglieder weltweit. Vierteljährlich wird das Portal von ca. 12 Millionen Menschen verwendet. 550 Mitarbeiter kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf zwischen Reisenden und Fahrern. Besonderheiten. Vielleicht macht sich der ein oder andere einen Kopf darüber, wie man versichert ist. BlaBlaCar kooperiert mit der Versicherungsgesellschaft AXA. Dafür wurde eigens für das Mitfahren ein Versicherungspaket konzipiert. Sobald man also eine Fahrt anbietet und mindestens einen Mitfahrer hat, greift der zusätzliche Versicherungsschutz von AXA. Hat man zum Beispiel eine Panne bei der Fahrt und sie muss abgebrochen werden, wird der Wagen abgeschleppt und es wird für eine Unterkunft oder eine Weiterbeförderung aller Beteiligten gesorgt. Im Rahmen der Partnerschaft erhöht AXA die Versicherungssumme auf 50.000 Euro bei einem Unfall. Man hat Anspruch auf eine telefonische Rechtsberatung bei diversen Verkehrsangelegenheiten rund um die BlaBlaFahrt und Fahrer bekommen die Kosten erstattet für den Rückversand vergessener Gegenstände. Die weitere Besonderheit bei BlaBlaCar ist, dass man CO2-neutral reist. CO2 entsteht bei jeder Autofahrt und belastet enorm die Autofahrt. Zum einen tut man bereits etwas Gutes, indem man nach Mitfahrgelegenheiten sucht und sich zusammenschließt, sodass weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Zum anderen legt BlaBlaCar selbst auch viel Wert auf Klimaschutz und die Umwelt, sodass sie mit MyClimate kooperieren. Zusammen schreiten sie gegen die Abholzung auf Madagaskar vor, mit klimafreundlichen Solarkochern, die den Verbrauch von Holzkohle um 50% reduziert. Mit einer gebuchten Fahrt unterstützt man dieses extrem verifizierte Umweltprojekt und verringert so seinen CO2-Fußabdruck. BlaBlaCar Fahrt buchen. Wenn man eine Fahrt buchen oder anbieten möchte, ist die erste Voraussetzung, sich einen Account dort zu erstellen. Man kann sich auch mit seinem Facebook-Account einloggen. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, der wird bei BlaBlaCar sehr gute Chancen haben. Gerade viel gefahrene Strecken zwischen zwei Großstädten werden mehrmals täglich angeboten. Man gibt einfach ein, an welchem Datum man gerne reisen würde und von wo man starten will und was das Ziel ist. Der Agent spuckt dann die Ergebnisse aus. Sollte nicht gleich etwas dabei sein, kann man den Umkreis erweitern und sich zu dem Ziel nähern. Natürlich ist es auch nicht immer möglich, dass man zu der perfekten Uhrzeit reisen kann. Da es Menschen sind und keine Züge, sollte man etwas flexibel sein bei den Zeiten. Anschließend kann man sich eine Fahrt auswählen. Die Fahrer können ihre Strecke unterteilen und verschiedene Etappenziele anbieten. So kann es passieren, dass man schon auf halber Strecke rausgelassen wird und die Fahrt eigentlich ein anderes Endziel hat. Die Fahrer selbst haben alle ein Profil bei BlaBlaCar. Dort werden sie von anderen Mitgliedern nach einer Fahrt bewertet. So hat man die Möglichkeit zu schauen, ob es in der Vergangenheit Komplikationen gab oder ob er zuverlässig ist und so weiter. Außerdem sieht man auch, was für ein Auto gefahren wird und wie alt der Fahrer ist. Meistens gibt es dazu noch ein Profilbild. Die Fahrt an sich wird in einem kurzen Text beschrieben. Man kann herauslesen, ob man Gepäck mitnehmen kann, ob Tiere erwünscht sind und vieles mehr. Es ist auch möglich, eine Ladies-Only-Fahrt zu buchen, wo eben nur Mädchen unter sich sind. BlaBlaCar Bezahlung. Die Bezahlung einer Fahrt wird bequem online gemacht. Man kann per PayPal, Banküberweisung oder Kreditkarte die Fahrt bezahlen. Das wird vorab gemacht, direkt bei der Buchung. Das Geld ist dann sozusagen zwischengelagert bei BlaBlaCar und geht nicht direkt an den Fahrer. Sobald die Fahrt stattgefunden hat, gibt man dem Fahrer einen Code oder bestätigt die Fahrt daheim bei sich im Account und erst dann erhält der Fahrer das Geld. Sollte die Fahrt also aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden, kann man es so wiederbekommen. Eine Fahrt kann man natürlich auch noch stornieren. Storniert man sie ein paar Tage vorher, wird einem nur die Gebühr von 3 Euro nicht erstattet. Storniert man sie weniger als 24 Stunden vorher, bekommt man 50% zurück. BlaBlaCar
Angebot einstellen. Eine Fahrt anzubieten ist in wenigen Minuten erledigt. Man gibt seinen Startpunkt an und sein Endziel. Zwischendurch kann man Etappenziele machen, wenn es sich lohnt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto ausgebucht ist. BlaBlaCar berechnet automatisch die Preise für die einzelnen Strecken. Diese kann man nach eigenen Wünschen höher oder niedriger ansetzen. Nach eigenen Erfahrungen sollte man, wenn möglich, die Fahrt ruhig schon 3 bis 4 Tage vor Abreise einstellen. Man selbst kann dann angeben, wie viel Gepäck pro Person möglich ist, ob Rauchen erlaubt ist und vieles mehr. Treffpunkt und Zeitpunkt wird natürlich gegebenenfalls zum Fahrer festgelegt. Buchungen kann man dann entweder automatisch annehmen lassen oder man macht es so, dass jede Buchung erst persönlich bestätigt werden muss. Die Mitfahrer haben die Gelegenheit, per BlaBlaCar Nachrichten zu senden, falls noch Fragen bestehen sollten. Im Idealfall tauchen die Mitfahrer pünktlich am Abholort ein, machen die Fahrt mit und bestätigen am Ende die Fahrt. In seinem BlaBlaCar-Konto kann man dann das Geld einsehen und abheben, zum Beispiel auf PayPal oder sein Bankkonto. Meine BlaBlaCar-Erfahrungen. Ich bin bisher immer super gut durchgekommen mit BlaBlaCar. Ich habe mehr Fahrten als Mitfahrer gemacht, als eigene Fahrten angeboten. Das hat immer reibungslos funktioniert und die Menschen waren allesamt sehr nett. Natürlich sind da mal welche bei, da stimmt die Chemie nicht so, aber da gibt es immer noch Kopfhörer und Musik. Die Plattform an sich macht es sehr unkompliziert. Buchung, Bezahlung, Nachrichten, alles kann online am Computer oder der App vorgenommen werden. Genauso ist das auch, wenn man eine Fahrt anbietet, was ich bisher nur einmal gemacht habe. Das Geld ist super schnell da, wenn man es mit PayPal macht. Ich finde das Portal genial und ich finde auch, dass man solche Ideen unterstützen sollte. Im Prinzip profitiert jeder. Die Umwelt, der Fahrer, der nicht auf den Spritkosten sitzen bleibt und der Mitfahrer, der günstiger und unkompliziert reist als sonst wo. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.